Und da geht das auch schon weiter. Willkommen zurück zu Let's Play World of Warcraft. Der Regen stört mich gerade immens und ich glaube, da sind auch schon unsere Questziele. Das Winseln war ja richtig süß. So, Nachtsauger. Ja, Nachtsauger. Brutzel. Ich habe das Gefühl, dass ich erstmal Schattenblitz einsetzen sollte. Ja, das hat schon mal irgendwie mehr Wirkung. Bam. Bam. Und jetzt buch den jungen Arschfresser. Der hat Arschfresser gesagt, ist er 12? Nein, ich bin 16. Und ich bin Ohm. Hey! Warte, da trägt mich gerade ein bisschen auf. Das kommt dahin. Waff erneuern, auch wenn es unnötig ist. Warten. Hab ich? Ne, hab ich nicht. Schade. Okay. So. Ich nehme diesen Part hier gerade ungefähr 4 Stunden nach dem ersten Part auf. Und eigentlich wollte ich zwischendrin hier die Bude sauber machen, aber naja, hab's nicht so ganz hingekriegt. TV und so. Cousins und so. Jetzt kann hier keiner abziehen. Das sieht echt trostlos hier aus. Das ist ein Todesend, das nicht mal irgendwie hell sein kann oder so. Voll eklig. Die Untoten sind doch sonst immer so nette, naja, Menschen. Untote halt. So. Klappernde Skelette. Ach, die sind... Oh, toll. Und ich such dir die ganze Zeit, ey. Lern mal lesen, Dave. Lern mal lesen. Wenn ihr Ideen für andere Let's Plays habt oder so, bitte hinterlasst das in den Kommentaren. Und wenn ihr das Video guckt, das habe ich jetzt im ersten Part. Ich meine, gut, das ist jetzt erst ein paar Stunden hoch. Aber ich habe da noch keine Bewertung gesehen oder sowas. Und ja, wenn ihr Scheiße findet, dann gebt mir halt einen Daumen runter und sagt das halt offen. Ich meine, ihr müsst jetzt nicht einfach so die Kommis schreiben, du bist scheiße. Weil das ist halt keine konstruktive Kritik. Ihr müsst wissen, ich stehe halt erst am Anfang vom Let's Plays machen und so. Und ja, ich meine, ich weiß nicht, ob ihr Let's Plays macht, aber es ist halt echt schwierig, so am Anfang erstmal sozusagen die ganze Zeit mit sich selbst zu reden. Und dabei halt noch nicht so besonders albern zu wirken. Ja, und wenn ihr es halt gut findet, könnt ihr mir auch einen Daumen nach oben da lassen. Das ist auch voll in Ordnung. Hab ich überhaupt nichts gegen. Würde mich vielleicht sogar freuen, unter Umständen. Ja. Ansonsten machen wir immer weiter und töten, was das Zeug hält.
Yeah, Verteidigung auf 13 erhöht. Ja, einen Aasfresser brauchen wir noch. Und wenn jetzt gleich wieder jemand anruft, dann brenne ich hier ab, ey. Dieses Video hier werde ich auch rendern, bevor ich es hochlade. Das habe ich beim ersten Part vergessen. Das habe ich noch nachträglich gemacht, aber ja, halt dann nicht hochgeladen, einfach weil ich dachte, es hat so bis jetzt auch keinen gestört. Ich wusste gar nicht, dass Rendern so endlos lange dauert. Ich meine, ich mache das mit Windows Movie Maker und ich weiß nicht, also wenn ihr Programme kennt, womit das schneller geht, was halt auch Freeware ist, weil ich bin halt im Moment nicht so flüssig, dann könnt ihr mir das auch gern irgendwie schreiben per PN oder so. Mein Ding auch in die Kommentare, damit andere sowas auch lesen können. Und, ja, wäre ich sehr glücklich drüber. Kein Mana mehr, geil. Okay, haben wir denn irgendwie was zu trinken oder so? Ne, ja, schön. Egal, das eine machen wir jetzt mal eben. Ah, Mana schon wieder fast voll. Nice. So, und die Ratte töten wir jetzt auch einfach, weil wir es können. Ein Nachtsauger noch. Komm, irgendein Freiwilliger. Einer wird sich doch hoffentlich wohl finden. Ich werde ihn auch nur leicht anbrutzeln. Nachtsauger. Da ist sogar noch einer. Bäm. Und wir sind schon gleich Level 4. Ich schätze mal, wir müssen nur noch die Quests gleich abgeben und dann können wir wieder neue Fertigkeiten erlernen. Warum beschwöre ich eigentlich nicht meinen Wichtel? Verdammt, bin ich schlau. Warte, das kann ich eigentlich gleich mal machen. Ich frage mich jetzt schon, wie er heißen wird. Nokuri, richtig cool. Richtig süßer Name. Nokuri. Dass ihr schon mal so einstellen, dass er das dauerhaft castet. Was ist? Wie was ist? Aufs Maul? Sucht nicht den Tod. Nein, das hatte ich nicht vor. Tschüss. Tschüss. Ist das wichtig? Tschüss. Tschüss. So, Samuel, sterbliche Überreste. Der arme Samuel. Raus mit der Sprache. Noch eine Quest. Ach da. Interessant. Was jetzt? Ich hab schon wieder fast vergessen, den neuen Zauber und ähnliches zu lernen. Ich bin von den Verlassenen. Fluch der Schwäche. Die Nahkampfangriffe des Ziels wird um... Ach nee, Nahkampfangriffskraft des Ziels wird um 21 verringert. Seine Rüstung um 5%. Hält sie zwei Minuten lang an. Ja, kann immer nur ein Fluch drauf sein. Verderbnis. Verderbt das Ziel verursacht. 12 Sekunden lang 40 Schadenschaden. Ja, beides ja nice. Auf jeden Fall. Jetzt habe ich nicht genug Geld. Geil. Geduld und dann erstmal was verkaufen. Immer auf defensiv stellen. Das eben anziehen. Stiefel. Was verlangt ihr vom Tod? Ah, was verlangt man denn so vom Tod? Ich weiß es nicht. Ich schätze mal, dass man tot ist, wa? Fürchtet die Lebenden. Ich habe total Angst vor Lebenden, genau. Feuerstuhl, ja. Das habe ich auch manchmal so nach Chili und so. Hallo. So, bam. Unsere Zeit wird kommen.
Wollen wir noch mal ein paar Waren aufstöbern? Ist hier was drin? Nee. Und das pisst immer noch ohne Ende, ey. Schrecklich. Los, gib ihm, mein Wichtel. Oh, das geht ja schnell. Mal gucken, was er zu sagen hat. Gar nichts. Schade. Da sind noch mehr Waren so. Geil. Um ab nach oben. Eine Kiste, nein, wie nice. Irgendwas Brauchbares? Leder, ja geil. Rechter Balk. Nö, das will ich alles nicht. Da auch nicht. Okay, ja, da ist noch was. Und da hinten, das ist ja nice. Dann wollen wir gleich nochmal eben Samuel töten. Das war doch da irgendwo, ne? Ja, wo ist denn dieser... Oh, in die Richtung. Ach nein, ich muss ja erst... gegen den Typen erstmal kämpfen und ihm den Kopf sozusagen rauben. Aber ich glaube, das werde ich mal im nächsten Part machen. Bis dann und tschüss.